Es war ein super Saisonauftakt der Nachwuchs-Mountainbiker. Bei strahlendem Sonnenschein gingen am Sonntag über 100 junge Sportler in den Altersklassen U9 bis U17 in Weißenfels an den Start. Bei besten äußeren Bedingungen präsentierte der Weißenfelser Weitrock e.V. im Singerschen Holz wieder anspruchsvolle Wettkampfstrecken. Selbstverständlich der jeweiligen Altersklasse entsprechend. Am Anfang stand ein Slalomparcours in verschiedenen Schwierigkeitsgraden auf dem Plan. Die beiden Wertungsläufe wurden zusammengezählt und gaben den Ausschlag auf die Startaufstellung der anschließenden Cross-Country-Rennen. Die tolle und vor allem zuschauerfreundliche Rennstrecke auf dem Heimareal des Weitrock e.V. mit seinen vielen Richtungswechseln und ständigem Auf und Ab forderten alles von den jungen Bikern. Frenetisch angefeuert von den Eltern, Betreuern und Vereinskameraden zeigten alle vollen Einsatz. In vielen Positionskämpfen und einem spannenden Rennverlauf setzten sich letztlich die Schnellsten in den jeweiligen Altersklassen durch. Neben den obligatorischen Pokalen und Preisen konnten sich die Sieger das gelbe Bieler Liedertrikot des Coast Kids Bike Cups überstreifen. Ganz am Ende stand noch die Premiere einer Teamstaffel auf dem Programm. Nicht zur Wertung der Serie gehörend, nahmen dennoch 12 Viererteams daran teil. Angefeuert von ihren jeweiligen Teamkameraden und nach spannendem Rennverlauf konnten sich dabei die Radunion Halle vor den Mannschaften von Team Auto Riedel Schwarzenberg und von LE Bike Force aus Leipzig durchsetzen. Weitrock e.V. möchte sich bei allen Eltern, Betreuern, Helfern und Sponsoren für die Unterstützung bedanken. Besonders geht der Dank hierbei an die MIPRAG, die Sparkasse Burgenlandkreis, Jotun Music, dem DRK Weißenfels, der Firma Citycom 2000 und der Stadt Weißenfels für ihre umfangreiche Hilfe.